Hey Leute, was geht? Kanye bei Streamerbs und geht und Leute! Endlich mal wieder die Facecam, selbstverständlich! Ja, in letzter Zeit hatten wir die Facecam ein bisschen aus. Egal, nicht schlimm, jetzt sind wir wieder dabei und wir sind wieder bei unserem Projekt Playmobil Luxusvilla. Wir haben die Wand hier, das ganze Haus hier, was heißt das ganze Haus? Also das Außenhaus, sage ich jetzt mal, die Wände haben wir jetzt soweit fertig. Also so sieht das von vorne mal aus. Und heute, da machen wir weiter mit dem Wohnzimmer, Leute. Darum werden wir uns heute kümmern. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Ebene hier. Und wir entscheiden uns im ganzen Haus für Birkenholzbretter, so als Laminat. Ja. Wir werden dieses Haus natürlich auch noch schließen, Leute. Aber jetzt kommt es erstmal hier drauf an. So. Vielleicht packen wir auch da noch ein Teppich hin oder so. Ich denke schon. Aber erstmal. Oh nein! Was ist das? Weg, 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 weg. So. Und ich habe natürlich das Wohnzimmer wieder abfotografiert. Selbstverständlich, damit ich auch weiß, wie es in etwa aussieht. Aber ich habe es eigentlich ehrlich gesagt noch im Kopf. Erstmal machen wir hier den Boden. Dann machen wir ein Bücherregal fertig. Ein normales Regal, wenn wir es irgendwie hinbekommen. Fackeln hier irgendwo hin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir die hinbekommen. Na ja, gut. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Du-du-du. Leute, was sagt ihr zum Minecraft Luxusvilla eigentlich? Gefällt es euch soweit oder eher nicht? Aber ich finde schon. Gerade durch die Farben wird das eigentlich deutlich, dass es die Minecraft, die Playmobil Luxusvilla ist. Die moderne Luxusvilla. Sieht eher nach einem Fenster aus, aber gut, geht nicht anders. So, da sind schon die ersten Gäste, die kommen aber nicht rein. Okay, so. So, dann haben wir hier den Boden zumindest schon mal. Na? Und dann gucke ich mal nach Büchern. Hallo? Ist das gespeicherte Schnellzug? Nein. Habe ich nicht. Bücher. Bücherregal. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Dann packen wir hier so ein Bücherregal rein. Genau, hier sind so Bücher. Könnte man auch einen Kamin hinbauen. Will ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt hier ein bisschen was hinbauen. Dafür nehme ich Beton wieder mal. Damit wir das in einer Farbe haben. Normalerweise ist das grau. Soll ich das auch grau machen? Ja, komm, mache ich auch dann. Ich bleib dem Stil hier treu. Also das ist hier so ein Board irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das in etwa aufbauen soll. Vielleicht bis hier so in die Ecke, weil da hinten kommt dann was anderes hin. Ja, und dann irgendwie hier, zack, 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 zack. Ja, also irgendwie hier, keine Ahnung, sowas. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Board ist hier, aber gut, lassen wir mal so. Ich denke schon. Ziemlich groß. Ja, man muss ziemlich groß sein hierfür. So, dann brauchen wir eigentlich... Gibt es eine Vase oder sowas? Ist das Lava? Nein, kein Lava-Eimer. Ich brauche eigentlich wieder Pflanzen. Wie sieht es denn mit einem Topf aus? Blumentopf finde ich gut. Packe ich mal hier hin. Wir können da eigentlich jetzt... Kann ich da was... Ja, sehr schön. Ich glaube, den Tipp hatten mir ein paar von euch gegeben, Leute. Vielen Dank dafür. Nein, da kein Topf hin. Da soll Beton hin. So, aber ich würde hier vielleicht... Och, nö! So, hier dann auch noch welche. Hier dann eher sowas. Zack. 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 Und hier auch. So. Haben wir denn irgendwas mit Feuer oder so? Ich
Programm. Feuerkugel? Nee, eigentlich nicht. Was ist das denn hier? Leuchtfeuer. Können wir das hier als Dekoration irgendwo benutzen? Oh ja, das sieht doch aus wie so eine Vase. Packe ich mal hier vorne hin. So, was haben wir denn noch hier alles? Ich glaube, das machen wir mit Glas zu. Nein, nein. Ja, genau. Der Fernseher oder so haben wir nicht. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir tun so, als ob wir einen Fernseher hätten. Den machen wir jetzt in weiß. Haben wir weiß hier schon? Und zwar machen wir das wie folgt. Einmal hier so. Hier kommen wir in die Mitte. Das soll ein Fernseher werden. Ziemlich großer Fernseher. Nein! Das war falsch. Machen wir mal nochmal Glas. Boah, wie passt denn hier gleich? Oh, ich muss hier noch ein Sofa hinmachen, fällt mir auf. Ist ja egal. So, ich mache jetzt hier erstmal ein Flatscreen fertig. So, das soll eigentlich ein Fernseher sein, aber ich glaube, mache ich hier noch ein bisschen. Das soll eigentlich ein Fernseher sein. Keine Ahnung, ob man das so sieht. Vielleicht machen wir. Oh, cool wäre, wenn wir hier so eine Umrandung hätten. Oder warte, können wir es so irgendwie machen? Wie sieht das Ding dann aus, wenn wir es so irgendwie haben? So eine Umrandung. Wisst ihr, was ich meine? Oder sieht das doof aus? Das sieht ziemlich klein aus. Wisst ihr was, das machen wir aber so. Nein, das sieht voll blöd aus! Keine Ahnung, ich lasse das jetzt so. Ist mir egal. Ich möchte jetzt hier kommen auf jeden Fall. Gibt es keine größeren Töpfe? Schade. Können wir den nicht hier so drauf machen? Nein, können wir nicht. Dann machen wir hier halt noch ein paar Blumen hin. Kein Problem. Ja, war ja klar. Was haben wir denn für Blumen hier noch? Oder Pflanzen. Hallo? Ja, rote Tulpe habe ich schon. Dann nehmen wir mal sowas hier. Dann nehmen wir noch sowas hier. Und das Bücherregal brauchen wir auch nicht. So. Hier was davon. Dann haben wir hier was davon. Das noch hin. Ein Beton brauchen wir nicht. Hier noch sowas. Okay, da haben wir hier ein paar Pflanzen. Ich sehe schon, es wird wieder dunkel. Dementsprechend machen wir das nochmal hier so. So, ich möchte jetzt ein Sofa machen. Aber vielleicht. Nein, wir machen. Ich brauche danach Magenta-Beton. Für die. Nee, komm, und dafür nehme ich hellgrau Beton für das Sofa. Und das Sofa kommt jetzt am besten einmal hier hin. Ja, genau. Thank you.
aus wie so ein Sessel jetzt. Hier machen wir das doch ruhig ein bisschen größer. Ich glaube, das reicht jetzt. Auch, ja. So, und hier kommen jetzt ein paar Kissen drauf. Sehe ich gerade. So am besten. So, das sind die Kissen. Dann packen wir hier noch in L-Form was rein. Am besten hier an der Tür. Das heißt, ich fange mal hier an. Ich brauche einen kleinen Durchgang, aber muss jetzt nicht so riesig sein. Ja, das reicht eigentlich schon. Hier so etwa hin. Perfekt. Ja, dann machen wir hier das Ding zu. Und dann brauchen wir einmal hier sowas. So. Ich leg's aber irgendwie ein bisschen höher. Mal ein tiefer machen vielleicht. Es wirkt irgendwie so alles so verschlossen. Ja, ein tiefer sieht wesentlich besser aus. So, perfekt. Wir können jetzt auch noch so ein paar Kissen hin. Ja, komm, so sieht das besser aus. Und dann haben wir hier noch so ein. Das kann eigentlich hier frei bleiben. Also, Leute, das Wohnzimmer von der Playmobil Luxusvilla in Minecraft nachgebaut. Was sagt ihr? Gelungen, nicht so gelungen? Na? Gut, nicht so gut? Warte mal, wie sieht es eigentlich mit Fackel aus? Wenn wir hier eine Fackel nehmen, kriegen wir die hier eigentlich dran irgendwo? Ja, klar. Sollen wir hier eine Fackel dran machen? Nein, ohne Fackel. Das passt so. Ne? Leute, das Wohnzimmer. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Ne? Der Playmobil Luxusvilla. Das gefällt mir gar nicht. So. Also. Die Luxusvilla. Habe ich ja zum 10. Mal, glaube ich, gesagt. Das Wohnzimmer. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, wenn es gefällt. Gerne Daumen hoch, wenn es gefällt. Daumen hoch, gerne drücken. Lasst so ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Leute, ciao. Und was machen wir als nächstes? Die Küche. Definitiv. Ciao, euer Kahn.